Manchmal kann eine süße Liebesgeschichte in einer Katastrophe enden. Toni und Mia machen jetzt Schluss. Für immer. Und um zu beweisen, dass es vorbei ist, schmeißen sie ihre Ringe in den Ozean. Aber die Trennung von Toni und Mia hat eine unerwartete Wendung. Die Ringe landeten nicht auf dem Meeresgrund. Sie schlugen zwei Meerjungfrauen auf den Kopf. Diese Meerjungfrauen lieben Juwelen. Also nutzen sie die Chance, die Ringe zu nehmen. Aber die Meerjungfrauen hatten keine Ahnung, dass die Ringe magisch sind. Sie setzen sie auf und bekommen Eigenschaften der vorherigen Besitzer. Sie waren nicht mehr normal. Sie waren Gold und Silber. Sie waren so glänzend, dass ein Pirat sie sofort sah. Er wollte einen Schatz, also schnappte er sich diese armen Dinger und wollte sie verkaufen. Stellt euch vor, wie viel reine goldene und silberne Meerjungfrauen ihn auf den Markt bringen. Er brachte sie gleich zum Pfandhaus. Die sind aber nicht scharf auf seinen Fang. Er wird rausgeschmissen. Jetzt fragen sich die Meerjungfrauen, werden sie nach Hause kommen? Meerjungfrauen sind übernatürliche Kreaturen. Sie zu sehen ist unglaublich selten. Es gibt einige Leute, die alles tun würden, nur um eine lebende Meerjungfrau zu sehen. Jack ist so ein Mensch. Er glaubt wirklich, dass Meerjungfrauen existieren, aber niemand glaubt ihn. Alle lachen ihn aus. Aber heute, auf dem Weg zum Unterricht, konnte Jack seinen Augen nicht trauen. Zwei Meerjungfrauen direkt vor ihm. Er musste diesen unglaublichen Moment ausnutzen. Er schaffte es, sie zu überzeugen, seine Schule zu besuchen. Jetzt wird ihn niemand mehr auslachen. Jack brachte die Meerjungfrauen zum Bio-Unterricht. Alle sind schockiert. What? Nun, das Thema der heutigen Stunde ist fragwürdig. Denn Meerjungfrauen haben sich getrennt von Menschen entwickelt. Das ist ein heißer Sommer. Und wenn normale Menschen sich trocken fühlen, stellt euch vor, wie sie sich fühlen. Jules Flosse raucht. Sie versucht, ihn abzukühlen. Und aus Versehen kühlt sie die ganze Schule ab. Aber Jules hat einfach keine Kraft mehr. Kühlt euch ab. Willst du auch so einen Fächer machen? Schneide einen Meerjungfrauenschwanz aus und hol dir eine Farbrolle. Aber wir brauchen nur den Griff. Klebe ihn an. Male es silber an. Acryllack auftragen und mit Glitzer bestreuen. Jetzt habt ihr einen Meerjungfrauenfächer. Dieser Fächer ist eine tolle Alternative zur Flosse. Meerjungfrauen mögen es, in der Schule zu sein. Aber nicht jeder in der Schule mag die Meerjungfrauen. Zum Beispiel Quentin. Er schikaniert Amber. Und sie hat es satt. Zeit, den Tyrann mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Lasst uns ein Seepferdchen machen. Nimm den Kleberoller. Bedeck ihn mit Knete. Forme ein Seepferdchen und den Schwanz.
Jetzt noch Textur. Mal es Gold an. Das war's. Mal sehen. Wie gefällt dir das, Quentin? Hey, du hast den Fisch vergessen. Und? Ist das lustig? Hast du dich schon mal gefragt, was Meerjungfrauen hören? Das ist der von Jules. Besorg die Knete. Mach einen Wal mit Schwanz. Die Augen mit einem Strohhalm. Markiere mit dem Holzstab Linien. Bring den Wal an deine AirPods-Hülle. Lass ihn trocknen. Male ihn silber. Ein Auge mit schwarzer Farbe. Fertig! Jazz, Rock, Hip-Hop? Olivia ist neugierig. Sie will unbedingt wissen, was Jules da hört. Nun, es ist keine Musik. Es stellt sich heraus, dass jede Meerjungfrau es liebt, Wahlen und Delfine zu hören. Wie ungewöhnlich. Olivia möchte Jules das zeigen. Menschenmusik. Jetzt hat Jules nie genug. Die Musik des Landes. Wer hätte gedacht, dass die Schule so interessant ist? Vor allem die Schüler. Amber ist so vernarrt in den Typen vorne im Klassenzimmer, dass sie nicht mal bemerkt hat, dass sie an die Tafel gerufen wird. In der heutigen Stunde geht es um die Geschichte des Ozeans. Für normale Menschen ist das nur eine alte Lektion. Aber für Amber ist das eine Chance für die Familie. Der Lehrer ist beeindruckt. Keiner der anderen Schüler hat jemals einen Meerjungfrauenstammbaum gemacht. Du verdienst eine 1. Aber Schule ist nicht immer lustig. Manche Klassen sind langweilig. Und sogar die Meerjungfrauen wollen abhauen. Aber wie? Jules hat eine Idee. Wasser kann ihr helfen. Jules hat entdeckt, dass das Geräusch vom fließenden Wasser eine interessante Wirkung hat. Willst du es testen? Das Geräusch lässt die Menschen wegrennen. Warum? Egal, es funktioniert. Amber steckt in Schwierigkeiten. Sie soll jetzt an die Tafel. Aber sie ist nicht gut in Mathe. Sie braucht Hilfe. Jules, rette mich. Wow. Sie hat eine Blase mit der Antwort. Das erste Mal. Aber Jules ist zu weit gegangen. Amber bekommt eine 1. Aber Jules eine 6. Weil sie sich störend verhielt. Unsere Meerjungfrauen haben sich so sehr daran gewöhnt, hier zu sein, dass sie fast vergaßen, dass sie eigentlich nach Hause wollten. Kommt zu unserer Party. Für eine Weile werden wir hier bleiben. Anscheinend sind menschliche Partys einfach lustig. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Dann kommentiert unten und sagt uns euren Lieblingsteil in diesem Video. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr kein neues Video von Pick a Trick verpasst.